Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch, meine lieben Butterblümchen. Es ist mal wieder Orakel-Time. Oh, ich habe hier was Wichtiges vergessen. Sehe ich gerade. Moment. So, jetzt ist mein Räucherwerk hier auch an. So, also es ist mal wieder Orakel-Time. Ja, und wir wollen mal wieder so einen kleinen Einblick in deine aktuelle Liebessituation so als allgemeines Reading machen. Und ja, was ist wichtig? Wir nehmen ihn raus hier als stellvertretend so. Da haben wir, Moment. Ach, jetzt finde ich ihn nicht. Ich wollte den mal eben rausnehmen. Die Karte vom... Ach, Moment, ich mache mal eben Pause. So, ich habe ihn gefunden. Hier ist er. So, die wollte ich nämlich rausnehmen. Das legen wir jetzt stellvertretend dafür dein Gegenüber hin. Ne? Und wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Jetzt lassen wir mal ein paar Karten springen. Und dann gucken wir da noch mal genauer rein. Und wollen mal eben schauen, was heute an deine Adresse geht, meine Gute. Haben wir auch das Bild? Ist in Ordnung? Ja, okay. So. Wie sieht's aus? Orakelchen, was? Oh, da kommt ja ordentlich was. Was? Oh, da ist aber heute die Energie hinter. Ich habe gerade wieder gelesen, also wir haben ja im Moment ganz schön mit Sonnenstürmen zu kämpfen. Und ich habe gerade noch gelesen, es war ein großer Sonnensturm, der am 24. die Erde erreicht. Am 24. Die letzte Zeit war ja, und das macht mit uns Menschen ja auch eine ganze Menge, ne? So. Ihr schaut wie immer, wie eure Resonanz hier bei der Legung ist. Der eine ist mal dabei, dann ist er wieder nicht dabei. Das ist immer, muss man so schauen, ne? Ich würde mich auch über so ein kleines Däumchen da oben freuen. Und noch was, ihr könnt auch eine Legung bei mir buchen, wenn ihr Interesse habt. Schreibt mich gerne an, alles Wichtige unten in der Videobeschreibung. So, was gibt es bei deinem, bei ihmchen hier? Unseren Prinz Lahmarsch. Oh, es kommt, wir haben hier die Ruten als erste. Da wollen wir mal drauf aufbauen hier. Wir haben die Ruten und dann machen wir das Ganze mal. Das heißt, es steht eine Konfrontation an, eine Auseinandersetzung über ein Thema. Und wir wollen, was für ein Ausmaß das Ganze hat, worum es geht, wie, wer, wo, was, das gucken wir uns jetzt an. So, es geht um Unklarheit, im Nebel stehen, du weißt bei irgendwas nicht vor und nicht zurück. Also du weißt nicht, an welchem Punkt ihr gerade steht in eurer Partnerschaft. Du stehst da wirklich, er lässt sich da so ein bisschen unklar und der Seelen... Die Seelenaufgabe hier, was er lernen muss, und das hatten wir die letzten Tage schon mal irgendwann, was er hier lernen muss, das ist, sich nicht rauszuziehen, sich den Dingen zu stellen. Also wir haben hier mit dem Turm immer ein klares Zeichen von, ey, hier zieht sich jemand ganz gepflegt aus einer Situation raus. Aber so geht es nicht. Achso, ich dachte, das funktioniert hier nicht. Moment. So. Aber so geht es nicht. Und seine Seelenaufgabe, der Hund ist ja für mich die Karte im Blatt, der so dieses feinstoffliche, zwischenmenschliche, dieses tiefe Seelen, das Verborgene, ne, das telepathische, seelenhafte, hätte ich jetzt so gesagt. Ne? Das ist der Hund für mich auch als einzige Karte im ganzen Blatt. Also ich habe da nicht, ich sage mir immer, umso mehr Karten man diese Bedeutung zuordnet, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ne, dass sowas mal, also sowas halte ich mir immer lieber ganz gering. Um für mich klare Aussagen zu kriegen. Aber das muss jeder machen, wie er will. Ne? Das soll hier, ich sage immer, macht es, wie ihr meint, Leute. So, war ja nur nett gemeint, als kleiner Tipp. So, au. Klar, oh, ich sehe schon. Wir haben hier aus einem kleinen Streit wird ein großes Drama hier. Ne? Also das, was wirklich noch so als Karte, was als besonderes Thema, was Aufmerksamkeit möchte, ist ganz klar das Thema Unruhe, Aufruhr, kleines Drama, großes Drama. Aus kleinem Drama wird großem Drama. Das heißt, ein kleiner Streit, ein Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, wie auch immer. Also da seid ihr nicht konform irgendwie an einem Punkt. Und es
entsteht etwas Großes aber daraus, was vorher gar nicht abzusehen war. Also hier kommt etwas auf euch beide zu, was sich auch ein bisschen zieht. Das könnt ihr nicht so ganz leicht wieder abschütteln. Aber eine gute Nachricht hier, wir haben ja an der Spitze die Blumen liegen. Das heißt, ey, der kommt auch wieder mit positiven Worten und mit Nettigkeit auf dich zu. Also die Blumen, stell dir vor, wenn du im realen Leben einer auf dich zukommt und dir einen Strauß Blumen schenkt, dann ist das immer ein positives Gefühl. Dann weißt du sofort, das positiv zuzuordnen. Eine kleine Freude oder große Freude, je nachdem, kommt auf. Und diese Energie ist damit einfach gemeint, dass da in dieser Form was Positives auf dich zukommt, ne? Und das ist auch immer so was, was auf dich zukommt, ohne dass du großartig Energie vorher reingesteckt hast. So, wir haben hier aus diesem in der Mitte, also dem Baum, es ist hier mal wieder, Geduld gefragt, ne? Also wenn gerade mal so ein bisschen besser, dann kommt sofort wieder irgendein Problem und das zeigt sich jetzt hier auch. Und der Sache gehen wir jetzt mal weiter auf den Grund. Und dafür hole ich meine speziellen Karten jetzt mal hier hervor, die mir das so ein bisschen näher bringen können, was denn da los ist genau. Was habt ihr denn für ein Drama, was habt ihr für einen Streit? Und da wollen wir mal gucken, ne? So. Wollen wir mal schauen. Let's go. Ich hoffe, ihr seid soweit. Ich mische die mal noch ein bisschen durch. Ich teile mir die ja auch immer in zwei auf, sonst sind die gar nicht zu mischen. Und der dicke Botzen. Aber ich will die einmal so ein bisschen durcheinander wuseln. So, und dann teile ich mir die nochmal auf. Und dann legen wir los. So, und zwar wollen wir ja auf euer Drama schauen, ne? Auf kleiner Streit, großes Drama. Am Ende des Tages. Oh, da haben wir es. Da haben wir sie. Und da gucken wir uns das mal an. Na, fluppt heute auch nicht so alles. So, trinken vorher. So, hier geht's los. So, und dann zwar haben wir hier schon mal das Heilen. Hier heilt etwas aus. Also Sorgen vergehen, Kummer vergeht. Also hier schon mal die ganz klare Ansage vom Kartenbild, sage ich mal. Hier gibt es einen kleinen Konflikt, wo ein großes Drama raus wird, aber am Ende bringt es die Heilung. Das heißt, es geht auch wieder gut aus, es beruhigt sich wieder. Sorgen werden weniger, Sorgen gehen zurück und ja, diese Liebe ist dann auch wieder im Vordergrund, aber das ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil und da muss man dann an der Stelle auch einfach durch. Hier wird auch übrigens wieder gezeigt, reden miteinander. Auch hier wird er wieder dahin gebracht, dass er einfach mal sprechen muss, ne, was los ist. So, dann haben wir hier ganz interessant, gerade weil wir ja auf euer kleines Drama so gelegt haben und hier ist das Gemälde. Und es geht einfach in dieser Konfliktsituation darum, dass er seine persönliche Sicht, wie er die Dinge sieht, seine Wahrnehmung nicht als das Einzige und Wahre sieht, sondern dass er auch mal lernt, sich in den anderen reinzuversetzen, den anderen wahrzunehmen. In dem Fall du, ne? Auch die Bedürfnisse und ja, das Ganze nochmal zu betrachten und anders zu bewerten. Darum geht's. Das heißt, hier wird nochmal ordentlich Stopp aufgewirbelt sozusagen bei euch, weil da was noch zu klären ist und weil er auch dahin gebracht werden soll, die Dinge anders wahrzunehmen und anders zu bewerten für sich. Ne? So, dann haben wir hier die Kerze. Also, zum einen schon mal, was ich als allererstes schon mal sagen muss, hier geht es darum, dass sich etwas erfüllt, etwas in Erfüllung geht, was mit der Liebe zu tun hat. Es kann übrigens auch eine Vorahnung sein, die du vielleicht schon hattest in Bezug, oh, hier, ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwas. Ne? Manchmal hat man das ja schon, dass man denkt, irgendwie glaube ich, hier geht's bald und dann
hier geht's bald rund oder irgendwas kommt bald auf mich zu oder so, und dann kommt dieser Konflikt oder was dann halt auch zu einem größeren Drama wird, ne? Es geht aber also zum einen um die Erfüllung in der Liebe, aber auch um diese Vorahnung oder diese Ahnung, die man dann hatte. Aber es geht auch um eine Erleuchtung am Ende. Das heißt, wenn das mal durch ist, dieses Thema, wenn man das abgearbeitet hat, sozusagen, was ihr hier gerade zu klären habt, ne? Dann gibt es für euch auch beide nochmal so eine Erleuchtung, nochmal die Dinge noch den anderen besser zu verstehen und wahrzunehmen und zu sehen, und zwar auf beiden Seiten dann, ne? So, oh, dann haben wir das Jenseits. So, ich hatte ja gerade schon mal von Vorahnung gesprochen. Es geht, manchmal fühlt sich diese Vorahnung an wie eine Erinnerung. Also diese Vorahnungen unterscheiden sich, weil die sich anders anfühlen als und anders weil man die. Mein Gott, es klappt gerade nicht. Moment, ich muss den Satz nochmal von vorne anfangen. Also, die unterscheiden sich in der Wahrnehmung. Es ist wie eine Erinnerung. So, wenn man sieht, ah, dann ist eine Erinnerung. Wenn die kommt, ist das doch, ach, da habe ich es wieder. Und das ist das doch im vollen Umfang meist wieder da, ne? Und so, das ist wie eine Erinnerung. Also irgendwo hast du hier einen unheimlichen fein Draht zu ihm und unheimliches Gespür dafür, was gerade nicht stimmt oder was gerade nicht in Ordnung ist. Oder wenn bei ihm oder auch bei ihm auf der anderen Seite irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? Hier geht es aber auch um Rat und Tat, also jemand sich ruhig unterstütze und Unterstützung und Hilfe zu holen. Entschuldigung, Leute, das läuft doch nicht so rund mit meinem Wortschatz, ne? Merkt ihr schon. Ja, ich würde mich aber trotzdem über so ein Däumchen nach oben freuen, ne? Wenn ich das noch nicht erwähnt habe, dann will ich das hier mit nachholen. Kleine Wertschätzung für mich, aber ihr macht das auch wirklich immer und ich freue mich auch und bin euch da auch wirklich dankbar, weil ich habe nämlich die beste Community. Ich würde sogar sagen, weltweit. So weit will ich gehen. Du bist wirklich jetzt, also mag jeder von sich meinen, aber ich finde euch wirklich, ich bin froh, dass ich euch habe. Ach, ab und zu muss man das mal sagen, dann kommen so Momente, wo einem das nochmal so bewusst wird, wie wertvoll das eigentlich ist, ne? Auch was wir so miteinander haben. Boah, aber ich kann gar nicht zählen, wie viele tolle Menschen ich hier durch diesen Kanal kennengelernt habe. Ey, das ist unfassbar. Das hätte ich finde das, und das Schönste ist, wenn man mit sowas im Vorfeld überhaupt nicht rechnet, ne? Wenn man das gar nicht in keinster Weise erwartet und dann sowas kommt, dann ist das am allerschönsten, finde ich. Und sowas bei mir, liebe Leute. So, weiter geht's. Wir sind aber noch nicht fertig hier. Jetzt wollen wir noch mal auf das, also wir sind gerade auf das Drama hier eingegangen, was hier steht, aber wir wollen ja auch noch mal schauen, wo steht ihr denn gerade mit eurer Liebe? So, ne? Wo steht ihr denn da? Wo steht ihr da? Na, da sind ein paar mehr gekommen. Okay, machen wir so ein bisschen, schauen wir trotzdem mal drauf. Ich habe ja gesagt, es gibt auch heute noch ein Single-Orakel. Ist das gut? Ich habe euch doch kurz und knapp zwar, ne, aber ein klar aussagen. Ich habe euch das doch versprochen. Und versprochen ist versprochen. So, hier geht es zum einen um Lernen wieder. Das heißt, auch hier in dieser Verbindung geht es darum, möglichst viel mitzunehmen für sich, möglichst viel zwischen den Zeilen zu lesen, zu gucken, wie kann ich daran wachsen. Also ihr beide seid jetzt in einer ganz wichtigen Lernphase sozusagen in eurem Leben. Und ja, da steht ihr jetzt. Dann haben wir hier noch den Zauberer der Bewusstheit. So, und den Kobold. Also wir haben ja den Zauberer der Bewusstheit. Da geht es darum, die eigene Intuition, das eigene Ich-Gefühl, die eigene, wie ich das vorhin schon mal, ich habe von der Wahrnehmung und Einschätzung der Dinge gesprochen. Vor allem aber sich, seine Entscheidung und was einem im Leben so passiert, bewusst zu verstehen. Ne? Wie ich das schon sagte, zwischen den Zeilen habe ich es vorhin genannt. Mir geht es einfach darum, zu schauen, was sollen mir gewisse Dinge, die mir passieren, Menschen, die mir begegnen, was weiß ich auch immer, was auf mich zukommt in irgendeiner Weise, in einer bewussten
in einer, wie sagt man, mit einer Be oh Gott, mit einer Bewusstheit zu verstehen. Ich sag ja immer, am besten ist aus der Vogelperspektive die eigene Situation zu betrachten, als Beobachter. Das ist der beste Ratschlag, den ich ever bekommen habe, weil seitdem, wenn ich irgendeinen Konflikt oder auch mit meinen Kindern ganz oft, da ist man ja so emotional so unglaublich drin in der Sache, weil diese Liebe zu den Kindern, die ist so unglaublich groß und somit natürlich auch diese Ängste um die Kinder. Und da kann man das schon vergleichen, wenn jemand mal so richtig liebt, einen Menschen liebt, ne? Und das nicht so rund läuft. Also da ist es oft schwer, weil man voll in der Emotion drin ist, das zu bewerten, zu beurteilen, wie auch immer. Und dann ist es ein bisschen leichter, wenn man sich einfach vorstellt, ich schaue mir da jetzt gerade was an. Und wenn ich mir vorstelle, ich schaue mir einen Film an oder das Leben einer Freundin oder so und beurteile das dann nochmal. Das ist ein guter, der beste Tipp, den ich ever, ever, ever bekommen habe. So, dann haben wir noch den Kobold. Ja, der Kobold, den sieht man unglaublich schlecht. Das ist immer so, der schleicht hier, ne, wenn man das mal so schaut. Wo ist er denn? Ja, man kann ihn kaum erkennen. Das ist es ja. Er ist sehr versteckt, hinterhältig. Das heißt, hier in eurer Liebe hat sich auch so ein kleiner Kobold versteckt. Ihr habt da etwas, was immer wieder zum Problem wird. Immer wieder, wie so. Aus einer unsichtbaren Perspektive heraus immer wieder Probleme zwischen euch streut. Aber da sind einfach die Punkte, die wo noch mal dran gegangen werden muss, die wo man noch mal hinschauen muss. Da ist es gerade wichtig, auch in diese Beobachterperspektive noch mal reinzugehen. Ne? Ey, ihr könnt das wirklich schaffen und ihr habt echt eine gute Chance. Ja, es ist ganz viel Lernmaterial, was ihr hier mitbekommt in eurer Liebe, auf jeden Fall. Aber genau das macht es doch auch so wertvoll. Und das Schöne ist, dass ihr voneinander profitieren könnt. Ne? Ja, und was natürlich auch wirklich ein Vorteil für dich ist, du bist unheimlich verbunden und hast deswegen auch immer ein gutes Gespür dafür, für Dinge, die so anstehen oder wenn so was in der Luft liegt oder so. Ne? Zum Thema Vorahnung. So, Schnubbelhäuschen. Das war das jetzt erstmal für heute von der Schuseline. Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein Single-Dingel-Orakel. Das habe ich ja versprochen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal wieder. Und nächste Woche ist ja schon bald, erscheint am 1.5. Nicht vergessen, Leute. Ich habe den Kanal übrigens jetzt schon eröffnet. Ne? Am 1.5. gibt es ja das Video auf meinem neuen Kanal. Ich habe den jetzt eröffnet. Ich könnte euch theoretisch schon den Link schicken. Ich kann den auch hier unten in den Kommentaren, im Kommentar kann ich das verlinken oder so, wenn ihr mögt. Ansonsten werde ich den auch noch öfter mal teilen, ne? Und ja, sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Samstag und tschüss!